Einen wunderschönen guten Tag, da sind wir mal wieder mit einer neuen Folge My Summer Car. Ja, die letzte Folge ist schon lange her. Wer sie geguckt hat, hat gesehen, ich hatte da einige Probleme mit dem Spiel. Komischerweise ist es nur das eine Spiel gewesen, wo ich echt arg Probleme hatte. Ja, ich hatte dann das ganze Spiel runtergeworfen, ach und so weiter. Und ich habe jetzt quasi bis an die Stelle gespielt, wo wir schon mal waren. Und jetzt können wir, meine ich, den Motor anlassen. So. Joke raus. Also er geht schon mal an. Aber er knallt halt noch. Deswegen würde ich sagen, fahren wir einfach mal zum TÜV. Gucken, was wir sonst noch so machen müssen mit dem Auto und dann ja, beschließen wir, was wir damit halt machen. Unterwegs fahren wir zu Fletari. Ich habe zwar versucht, wieder den neuen Spielstand quasi bis dahin zu spielen, wo wir waren. Aber ja. Also ich habe es versucht, wieder bis dahin zu spielen, aber jetzt müssen wir noch das Geld für die Schrottautos holen. Das habe ich in-game quasi am gestrigen Tag gemacht. Und Samstags und Sonntags hat Fletari ja bekannterweise halt auch zu, ne? Das ist dann halt einfach so. Deswegen gucken wir mal. Ich habe das Auto auch tatsächlich noch nicht bewegt. Ich habe nur geguckt, ob es eingeht und ja, tut er anscheinend ja nicht. Keine Ahnung, wo dran es jetzt liegt. Ja, ich weiß gar nicht, wofür ich immer Pläne mache. Mit diesem Spiel. Nehmen wir mal einen Gang raus, vielleicht hilft das. Ich weiß nicht, was das jetzt war, aber... Er wirkt ihn ab. Das ist ein Auto. So, vielleicht. Also er fährt auch schlecht an. Also irgendwas passt hier nicht. Wir werden mal versuchen. Geht zum zweiten Gang. Also dieses Auto und ich, ne? Na? Ohne Gang. Also im Leerlauf ist da ganz okay. Ja, warum haben wir Fehlzündung? Warum, also jetzt mit, ja, mit 20, nicht mal 20 km/h hier und Motor abwürgen, zu Fletari fahren. Ich weiß nicht, wie viel Sinn das macht. Oder müssen wir das Gemisch vielleicht fetter machen? Warte mal, wir probieren es mal mit Gemisch fetter machen. Aber da kommen doch nicht die Fehlzündungen her, oder? Ich weiß es auch nicht. Oder hat einer von euch Ideen? Das ist ja so. Oh.
Mann. Jetzt tut sich gar nichts mehr. Also müssen wir den Joke vielleicht da reinstecken. Läuft er dann besser? Jetzt ist das Gemisch auch gar nicht mehr so dünn. Also wenn man da jetzt da die Gemischanzeige sieht, das sieht ja eigentlich gar nicht so verkehrt aus von den Fehlzündungen her. Okay. Und ich. So, gut. Dann, ja, weiß ich auch nicht. Schluss raus. Was machen wir denn mit dir? Ich weiß nicht. Weiß einer von euch, wo diese Fehlzündungen herkommen, was man da machen muss? Also irgendwie, ich bin so ein bisschen überfragt gerade. Auspuff ist dran. Geht es auch alles gut eigentlich, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwo was noch einstellen muss oder so. Also ich habe hier die Zündverteiler da, oder nee, wie heißen sie? Ja, unter der Kappe hier. Blenden wir hier einfach mal die Haube auf. Das habe ich alles eingestellt. Also quasi bis zum Klackern und dann wieder 2 Tick zurück. So, die Kacke, das ist ja die Gemischeinstellung, die habe ich ja hier quasi. Ja, die ist bei 13, 7, 14. So, also ich könnte die Planken holen, die müssten irgendwo auf der Karte liegen. Ich weiß nur noch nicht, leider nicht wo, weil dann könnten wir den Satsuma auf den. Da können wir auch nicht drauf fahren, weil klappt ja auch nicht. Weil er fährt ja nicht mal so geradeaus. Erstmal fahren wir zu Fletari, holen uns das Geld. Tipp. Dafür nehmen wir den Pickup. Ich habe nämlich die Pickup-Mod drauf gepackt. Der ist gewandert, der stand da vorne, weil ich mit dem Van unterwegs war. So, mit dem kommen wir erstmal so zu Fletari. Dann könnten wir vielleicht bei Fletari Katalog gucken. Dann können wir ja auch bei Fletari fertig machen lassen. Zusammen. Jetzt kommt noch den Arm nicht.
los ist. Man fährt halt sehr schnell und fährt sehr schnell, man fährt sehr lang. Das ist halt das. Und der Vorteil von hier ist einfach, dass man sieht, wo man, wo der Zug ist. Das heißt, ich könnte auf der Minimap dann sehen, wo der Zug gerade ist. Aber hier anzumachen ist während des Fahrens meistens nicht so geil. Und man sieht übrigens, wo der Cousin ist. Man sieht halt dann hoch gesagt auf der oder warte, ich versuche das mal nicht. Da oben ist. Da wo jetzt, genau. Da kann man halt hoch gesagt sehen, wenn der Cousin einen im Weg kommt oder so. Das ist so der Vorteil dabei. Weniger darum, dass man die Karte hat, sondern mehr, dass man sieht, wo man unterwegs ist. Und der junge Mann, ne? Der unser Cousin ist. Ja, der fährt halt eine besenkte, besoffene Ratte. Also was will man von jemandem verlangen, der große Scheibenwischer? Nicht der Scheibenwischer, was ist der nicht das? Doch, der ist das. Ich fährt gerne mal mit dem Jahr, also so immer wieder am Polo-Bocker. Hauptstraße oder den, das kann schon das Grand Highway sein. Einfach über den Highway. Sondern irgendwie hast du 100 Meter Regen und geht's im Eier. Aber nicht so wie jetzt, sondern krass. Dass du gar nichts mehr sehen kannst. Aber es sind 100 Meter und dann ist wieder nichts. So, dann müssen wir auf jeden Fall noch mehr oder weniger Aufträge machen, an dem Punkt waren wir ja damals auch stehen geblieben. Das wird Kacke sein. Ja, hat vielleicht den Vorteil, dann kommt hier nicht mehr oder weniger dann noch den Job mit der Tami. Jetzt haben wir es wirklich, das ist. Das war es dann wieder mit dem Regen. Und hier ist der Kirio. Seht ihr da oben auch gerade, da sehen wir jetzt, dass der Cousin uns da entgegenkommt. Da können wir nämlich schon mal durch die Sache weiterfahren. So, mehr oder weniger. So. Weil das immer so stellen, wenn er hinter so einen Hügel kommt oder so, ey, der ist ja bekommt rein. Der haut dich einfach platt und ab und weg. Sieht cool aus, Flitari müsste offen kommen. Ich habe mich natürlich mal wieder nicht angeschnallt. Ich sag's euch, eigentlich sollte man sich anschnallen in diesem Spiel. Das macht vieles einfacher. Moin Flitari. Ei, hitto, hyvi Leute, mä en tajunnut, että meidän mettissä on tällaisia kostli. Joo, kyllä mä sulle maksan näistä ihan hyvin. Das waren drei Schrottautos. Mann, das ist geil. So, damit können wir locker zum TÜV, wenn wir den Satsuma bewegt kriegen. Also er geht zwar an, aber, ach Mann, das nervt so mit diesem Satsuma. Wie kriegen wir den zum Laufen, ne? Das ist so die größte Frage. So, machen wir einen Gang hier raus, sonst. Oh, springt gut an. So,
dann fahren wir mal zu Taimo. Gucken wir mal, ob der Saft für uns hat. Weil ich habe nämlich, natürlich habe ich, so wie es halt vorher auch war, kein Zucker sollte er mitnehmen, glaube ich. Zucker. Ich weiß nicht, ich war Zucker. Einschlagen bitte. Einmal voll abwürgen hier bitte. Ja, hier kommen wir nochmal zu 9. Was ist denn los mit dir, Christian? Hier Fahrermodus, zack. Habe ich ihn hier richtig rum? Ja, klar, richtig rum. So, zack. Kappe auf. Anstupsen nehmen. Gut, dann halt so. Und einmal bitte volltanken. Ey, diese Zapfanlagen, diese Tankanlagen, die könnten meiner Meinung nach wesentlich schneller tanken in diesem Spiel. Also hier steht man und steht man und steht man und es dauert. So, durstig sind wir. Das Interessante ist, dass der Durst nicht weggeht von jetzt, doof gesagt, hier dem Saft, wenn wir den kaufen. Da geht der Hunger von weg von dem Saft. So, hier
wieder schön zudrehen. Bis zu hier. Deckel zu. Da ist der Bus. Für die, die das interessiert. Hey, Daimo. Ja, das nehmen wir. Wir machen das anders. Wir machen das jetzt so. Das kaufe ich ein. Und jetzt kaufen wir zweimal die Milch. Mitte hat tuon tuo hyttystökö, että ole minä. Se väitti, että se pitäisi pitää ne ötökät loidolla. Mutta se tuntuu, että heti kun se pölypilvi laantuu, niin samaan tein on ötökät paikalla. Minä onkin ruvennut, että minä aloitan koko purkin kerran. No niin, tattis se tämän kertaisesti. Jaa, tai brauchst mich nicht immer voll labern mit demselben Scheiß. Da gib mir langsam auf den Sack. Ich bin nur hier, weil du der Einzige bist, der hier irgendwie was verkauft. So. Und jetzt ganz schnell wieder nach Hause und dann müssen wir endlich mal rausfinden, was wir hier lang. Aber erstmal mal wieder von dem Konto starten. Ich überlege, als ich versucht habe, wieder bis an die Stelle zu kommen, wo wir doof gesagt aufgehört haben, da hatte ich zwischendurch einmal nur 4 Marke auf dem Konto. Alter, das war so übel. Beim TÜV gibt es halt mittlerweile Emissionsgebühren, ne? Da musste halt, das wurde irgendwie in dem letzten Patch-Update irgendwie mit eingefügt und ich glaube nicht, dass der da TÜV bekommen hat. Ich glaube, der fährt hier so durch die Gegend.
Aber unser einer wird angehalten im Auto und darf Strafe zahlen, wenn er hier auf die Straße mit dem und die Polizeikontrolle kommt ohne Kennzeichen. Ja. Oh, schön den Blinker. Super, gehen auf die Bremse. Das schaffen wir noch. Oh, bei dem geht der Blinker sogar auf. Mal Chance bei mir. Demnächst werde ich es wahrscheinlich so machen, dass ich entweder die Fahrt wirklich rausschneide oder dass ich demnächst, ja, sag mal schnell, also wirklich rausschneide oder halt im Zeitraffer. Wut. So, dann packen wir den hier. Auto aus. Gehst du wohl zur Tür? Ach, die war schon zu. Jetzt. Nicht schlimm. Na gut. Wollte ich drücken, damit wir die Shoppingtasche hier rauskriegen. Na toll. Ja, die stellen wir hier ab. Wir sind wieder. Die stellen wir hier ab. Hm, genau so. So. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis bald und tschüss.